da geht nichts mehr. Wenn du das kennst, du machst eine Kraftübung, dir geht die Kraft verloren, beziehungsweise du schaffst einfach nicht mehr, dann habe ich heute was für dich. Wenn du schon eine Weile trainierst und Fortschritte nur noch sehr langsam vonstatten gehen, dann habe ich eine Methode für dich, wie du deinen Muskelaufbau zum Explodieren bringen kannst. Und zwar ist das das neue Creabolic von Pharmasports, welches eine Art Kreatinmonohydrat ist, allerdings eine verbesserte Art Kreatinmonohydrat. Es ist nicht das einfache oder alkalische Kreatinmonohydrat, das du bisher kennst, sondern es ist ein neues zweigepuffertes Kreatinmonohydrat. Hierdurch hast du die Vorteile, dass du die Ladephase, die du bei dem ursprünglichen Kreatin gehabt hast, weglassen kannst. Das heißt, du brauchst keine Hochladephase, wie du das kennst. Die erste Woche nimmst du viel und dann wieder weniger. Ist hier vollkommen unnötig und überflüssig. Hierdurch sparst du natürlich eine Menge Geld, dadurch, dass du die Hochladephase nicht hast. Zudem ist das Produkt wesentlich günstiger. Und außerdem setzt der Muskelaufbau viel schneller ein als bei dem üblichen Kreatinmonohydrat, was natürlich nur Vorteile für dich bringt. Kreatinmonohydrat ist eine organische Säure, welche den Muskel mit Energie versorgt. Dafür ist Kreatinmonohydrat da. Es wird hergestellt in der Niere, in der Leber und in der Bauchspeicheldrüse. Ist zu 90% der Skelettmuskulatur zu finden. Kreatinmonohydrat nimmst du allerdings nicht nur durch Pillen auf, sondern auch durch eine ganz normale, abwechslungsreiche Ernährung. Es ist besonders zu finden in rotem Fleisch und in Fisch. Hier etwa zu 2 bis 7 Gramm pro Kilogramm Nahrung. Der Körper stellt Kreatinmonohydrat auch selbst her, allerdings nur 1 bis 2 Gramm pro Körpergewicht. Es bewirkt eine deutliche Kraftzunahme und du siehst es auch relativ schnell am Muskel, da auch Wasser in die Muskulatur eingelagert wird. Dies funktioniert folgendermaßen. Der Kreatintransporter im Stoffwechselsystem transportiert auch gleichzeitig Natrium- und Chloridionen mit in die Muskelzelle und hierdurch wird Wasser eingelagert. Dieser Zustand normalisiert sich allmählich infolge der Einnahmezeit und es kommt zu einem deutlichen Gewinn an Muskelmasse und dadurch natürlich auch einen deutlichen Kraftzuwachs. 10-20% sind ganz normale Ergebnisse, die in der Regel jeder Sportler, der Kreatinmonohydrat nimmt, zu verzeichnen. Creabolic bewirkt außerdem eine Steigerung der Satellitenzellen. Satellitenzellen sind Stammzellen der Skelettmuskulatur und sind verantwortlich zur Reparatur zerstörter Muskelzellen nach deinem Training, zur Vergrößerung der Muskelzellen und zur Vermehrung der Muskelfasern, was natürlich einen deutlichen Effekt auf deinen Muskelaufbau hat. Dass du ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst, denn durch die vermehrte Wassereinlagerung, die ich dir eben erklärt habe, brauchst du natürlich etwas mehr Flüssigkeit. Deswegen trink einfach 1 Liter mehr. Wenn 2 Liter gehen, ist das auch okay. Hauptsache, du trinkst etwas mehr und das ist eigentlich das Einzige, worauf du achten musst und dann funktioniert das alles. Es verbessert deine Maximalkraft, es verbessert deine Kraftausdauer, es verkürzt deine Regeneration, somit kannst du schneller wieder trainieren und somit auch mehr Muskeln aufbauen. Außerdem sind die sichtbaren Erfolge mit Creabolic sehr deutlich zu sehen. Das Produkt findest du bei www.pharmasports.de unter der Sparte Kreatin. Bei Pharmasports findest du auch viele andere Produkte relativ günstig, alles was du brauchst für deinen Sport. Und dann hoffe ich dir, dass ich dir mit diesem Video geholfen habe. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mich hier oben gerne abonnieren. Oder bei Facebook kannst du mich auch liken unter www.facebook/fantasticbody. Bei Twitter bin ich mittlerweile auch. Einfach fantasticbodytv eingeben, findest du mich auch sofort. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.